Fingerspitzchen und die Zaubersachen. Und dann stand ich draußen im Wald. Ich zog die blauen Schuhe aus und nahm sie in die rechte Hand. Und die Krone nahm ich in die linke Hand und lief über das weiche grüne Gras. Und die Bäume rauschten stärker und die Vögel sangen schöner, viel schöner als in unserem Park. Und ich war froh wie eine Amsel. Ich war gar nicht sehr lange gelaufen, da kam ich an einen See. So ein großes Wasser hatte ich noch nie gesehen. Es lag nicht still wie das Wasser im Marmorbecken. Nein, kleine Wellen liefen auf das Ufer zu, sprangen auf den Sand, wichen zurück und kamen wieder. Oder waren es immer neue Wellen, die ans Ufer schlugen? Da schleuderte ich die blauen Schuhe ins Gras, die Krone rollte in den Ufersand und das lange, schwere Prinzessinnenkleid zog ich aus und warf es hin und lief in den See hinein. Das Wasser war gar nicht kalt. Ich sprang umher und planschte und spritzte und dann begann ich zu schwimmen. Die Wellen trugen mich weit hinaus und ich tauchte bis auf den Grund, wo der feine goldene Sand liegt und die seltsamen Muscheln. Einmal war das Wasser hellgrün und durchsichtig und Sonnenstrahlen tanzten auf den Wellen. Dann wieder war es dunkel, wie schwarzer Samt. Und wenn ich auf dem Rücken lag und mich von den Wellen wiegen ließ, sah ich Mond und Sterne über mir. Und sie wiegten sich mit mir, auf und ab, auf und ab. Ich weiß wirklich nicht, wie lang ich schwamm und tauchte. Irgendwann hörte ich, dass man mich rief. Da dachte ich an Momona, schwamm schnell ans Ufer, schlüpfte in das Kleid, das da lag, und in die blauen Schuhe und rannte los. Ich hörte Momona rufen, aber ich konnte das Schloss nicht finden und ich war bestimmt in der richtigen Richtung zurückgelaufen. Ich suchte und suchte und kam zu einem Haus. Um das Haus lief ein Bretterzaun und es hatte vier Fenster. Aus einem guckte Mimuz, meine weiße Katze, aus dem zweiten der dicke Koch, aus dem dritten ein Zimmermädchen und aus dem vierten beugte sich Momona und rief: Fingerspitzchen, Fingerspitzchen, wo hast du deine Krone gelassen? Meine Krone? Meine Zauberkrone? Ja, die liegt am Ufersand und spiegelt sich im See, rief ich. Gleich will ich sie holen. Ich lief an den See zurück und suchte, aber die Krone fand ich nicht. Konntest du nicht besser Acht geben? Jammerte Momona. Deine Krone war eine Zauberkrone. Jetzt bist du keine Prinzessin mehr. Und dein Prinzessinnenkleid ist weg. Und das Schloss ist weg. Und das alles nur, weil du die Krone verloren hast. Erst jetzt merkte ich, dass ich ein viel kürzeres Kleid anhatte. Es war nicht aus schwerer Seide, sondern aus Leinwand. Das gefiel mir. Und dass ich jetzt nicht mehr wie eine Taube trippeln und Ameisen zählen musste. Und dass mir die Krone nicht mehr über die Augen rutschte, das alles gefiel mir auch. Das Zimmermädchen freute sich, dass es nicht mehr so viele Zimmer zum Aufräumen hatte. Und der Koch, dass er nicht alle Tage Pasteten backen musste. Alle freuten sich über die Veränderung. Nur Momona schüttelte bekümmert den Kopf und seufzte. Sie bewachte mich noch viel strenger als bisher und ließ mich keinen Schritt aus dem Garten hinaus. Und weil ich jetzt keine Prinzessin mehr war, lehrte sie mich spinnen und weben. So verging die Zeit. Nicht lustig, nein, aber sie verging. Und der Herbst kam, und dann der Winter und der Frühling. Nur mein Vater, der Märchenkönig, kam nicht. Fingerspitzchen seufzte, und der langsame Jakob fragte:
Und dann? Und dann, an einem Frühlingstag, fuhr Fingerspitzchen fort, bekam Momona einen Brief. Sie konnte nicht gut lesen, darum half ihr der dicke Koch. Und das Zimmermädchen wollte auch gern wissen, was in dem Brief stand, und steckte ihre Nase hinein, obwohl sie vom Lesen gar nichts verstand. Keiner gab auf mich Acht. Niemand sah, wie ich über den Zaun kletterte und in den Wald lief. Oh, wie schön der Wald war! Die Bäume hatten eben erst ihre Blätter bekommen. Die waren hellgrün und so fein und zart, dass die Sonne durchscheinen konnte. Und die Sonnenstrahlen tanzten über den Waldboden, über Blumen, Moos und Gras. Die Vögel sangen und irgendwo, weit, rief der erste Kuckuck. Ich aber lief und hüpfte und tanzte und war froh wie ein Schmetterling. Auf einmal hatte ich Lust, auf einen Baum zu klettern. Ich war ja so lange nicht mehr geklettert. Ich dachte, es müsse schön sein, ganz oben im Wipfel zu stehen und sich im Frühlingswind zu wiegen. Rasch zog ich die blauen Schuhe aus. In zu großen Schuhen kann man wirklich nicht klettern. Und schon saß ich in den Zweigen einer Birke. Aber der Ring, der Zauberring, hinderte mich. Mein Vater hatte ihn mir ja an drei Finger gesteckt, und weil der Stein so groß war, konnte ich die Finger nicht biegen. Und zum Klettern, langsamer Jakob, zum Klettern braucht man alle 10 Finger. Ich zog den Ring herunter und überlegte, wo ich ihn hinlegen könnte. Da entdeckte ich ganz nah ein Vogelnest. 4 grüne, braun getupfte Eierchen lagen darin, und ich legte den Ring dazu. Jetzt konnte ich gut greifen, und ich kletterte höher und höher, bis in die Spitze des Baumes. Dann rief ich den Wind und bat ihn, mich zu wiegen. Einmal war es der Morgenwind, der mich wiegte, einmal der Abendwind und einmal der Nachtwind. Tief unter mir rauschte der Wald. Über mir zogen die Wolken dahin und die Sonne und der Mond und alle Sterne. Nein, ich weiß wirklich nicht, wie lange ich im Wipfel des Baumes stand und mich wiegte. Irgendwann hörte ich Momona rufen. Ich rutschte schnell den Baumstamm hinunter, schlüpfte in die blauen Schuhe, die da standen, und lief nach Hause. »Ja, aber«, sagte der langsame Jakob aufgeregt, »du hast ja...« »Nein, ich hab nicht. Ich hab das Haus mit dem Bretterzaun und den 4 Fenstern nicht gefunden, und ich war bestimmt in die richtige Richtung zurückgelaufen. Aber ein Häuschen fand ich, ein hübsches, kleines Häuschen. Ein wilder Rosenbusch wuchs davor. Auf dem Fensterbrett lag Mimuz, meine weiße Katze, und aus der Türe trat Momona, die Kinderfrau. »Momona, wo ist nur unser Haus hingekommen? Ich suche und suche und kann es nicht finden. Und was machst du in diesem Häuschen?« fragte ich. Momona aber schrie, »Fingerspitzchen, Fingerspitzchen, wo hast du deinen Ring gelassen?« »Meinen Ring? Mein Zauberring?« »Ja, den habe ich in ein Vogelnest gelegt, neben 4 grüne, braun getupfte Eierchen. Ich will ihn gleich holen.« Und ich lief in den Wald und suchte. Aber es gibt so viele Birken in diesem Wald und so viele Vogelnester. Ich konnte den Ring nicht finden. Momona jammerte. »Was wird dein Vater, der Märchenkönig, sagen, wenn er dich in diesem Häuschen findet?« »Wenn er kommt«, sagte ich, »wenn er kommt, zeige ich ihm den Rosenbusch, der seine Zweige zum Fenster hereinstreckt.« Aber Momona weinte. Der Koch und das Zimmermädchen waren auch verschwunden. So mussten Momona und ich alle Arbeit selber machen.
Ich räumte das Zimmer auf und Momona lehrte mich kochen und backen und nähen und Strümpfe stricken. Denn jetzt bist du ein armes Mädchen, sagte sie. Mir machte das nichts aus. Es war viel lustiger zu nähen, zu kochen, zu backen und Strümpfe zu stricken. Viel lustiger, als wie eine Taube zu trüppeln und Ameisen zu zählen. Und wenn Momona nicht so viel geweint und gescholten hätte, und wenn sie mich manchmal ein wenig in den Wald hinausgelassen hätte, wäre es schön gewesen in unserem Häuschen. Aber Momona weinte und schalt und ließ mich nicht hinaus, nicht einen Schritt. Sie hütete mich strenger als je zuvor. Sie hütete mich Tag und Nacht und Tag und immer zu. Oh, wie sehnte ich mich nach dem Wind und nach der Sonne, danach zu laufen und zu springen. Kein Mensch kann ein Kind Tag und Nacht hüten. Jeder wird einmal müde, ob er will oder nicht. Auch Momona wurde von Tag zu Tag müde, obwohl sie nicht wollte. Und einmal nach dem Mittagessen, ich hatte Speckkuchen gebacken, Momonas Lieblingskuchen, den einzigen Kuchen, den ich schon ganz allein backen konnte. Einmal nach dem Mittagessen schlief sie ein. Sie schlief so tief und fest, dass sie nicht hörte, wie ich das Fenster öffnete und hinauskletterte. Es war Herbst geworden. Gelbe, braune und rote Blätter flogen wie Riesenschmetterlinge durch die Luft, tanzten ein wenig und legten sich schlafen. Und ich sprang umher und tanzte mit ihnen und war froh wie ein Eichhörnchen. Und dann kam ich zu einem Bach. Ich lief am Ufer entlang und sah die Steine am Grund und die Fische, die lustig hin und her schwammen. Hast du schon einmal Fische gefangen, langsamer Jakob? Mit der Hand, meine ich. Freilich hab ich das. Ich wollte auch gern welche fangen. Mit den blauen Schuhen konnte ich nicht ins Wasser steigen. Ich zog sie aus und hängte sie an einen Weidenzweig. Dann stieg ich mit bloßen Füßen ins Bächlein. Ich sprang von einem Stein zum anderen und griff nach den Fischen, und sie glitten mir durch die Hände. Und wenn ich einen fing, ließ ich ihn wieder frei. Ich weiß nicht, wie viele ich gefangen habe und wie lange ich von Stein zu Stein sprang und mit den Fischen spielte. Einmal glitzerten die Schuppen der Fische im Sonnenschein wie Gold. Einmal glitzerten sie wie Silber, und der Mond stand über den Bächlein und leuchtete mir. Ich merkte kaum, dass das Wasser immer kälter wurde, aber die Fische merkten es, sie versteckten sich, ich konnte keine mehr finden. Und das Wasser wurde stiller und rauschte nicht mehr, und als ich danach fasste, war es kalt und glatt wie Glas. Das war Eis, sagte der langsame Jakob. Eis, ja, und es begann zu schneien. Das war lustig, und ich spielte mit den Schneeflocken Haschen. Aber dann hörte ich Momona rufen, so voller Angst rufen, dass ich erschrak und ans Ufer sprang und lief und lief. Ich komme ja schon, rief ich, ich komme. Wie viel ich auch suchte, das Häuschen war verschwunden. Und hätte Momona nicht immerzu gerufen, hätte ich die elende, schiefe Hütte nie gefunden. So aber fand ich die Hütte und Momona, meine Kinderfrau. Momona weinte und schalt und sagte, dass ich sie und mich, uns beide, ins Elend gebracht hätte, weil ich die blauen Schuhe verloren habe.
Aber ich habe sie doch gar nicht verloren. Ich habe sie ganz bestimmt an einen Weidenzweig gehängt. Da schaukeln sie im Wind. Wenn ich nur wüsste, an welchen. Es gibt so viele Weiden am Bachrand. Das ist meine Geschichte, langsamer Jakob. Eine lange, nicht besonders lustige Geschichte. Aber ich will nicht, dass sie immer trauriger und trauriger wird. Tja, das ist schon gut, sagte der langsame Jakob und kratzte sich hinter dem linken Ohr. Aber was soll man tun, wenn man nicht weiß, was man tun soll? Ich weiß aber, was wir tun sollen, rief Fingerspitzchen und sprang auf. Und Mimutz fiel in den Schnee und maunzte ärgerlich. Vergiss nicht, dass mein Vater ein Märchenkönig ist. Und ein Märchenkönig kann einer traurigen Geschichte bestimmt zu einem frohen Ende verhelfen. Meinst du nicht auch? Das kann schon sein, nickte der langsame Jakob und griff in die Hosentasche. Diesen blauen Schuh pflückte ich von einem Weidenzweig. Es hing nur einer da. Willst du ihn anziehen? Und er legte den Schuh vor Fingerspitzchen auf den Schnee, dass sie hineinschlüpfen könne. Danke, danke, freute sich Fingerspitzchen. Einer ist besser als keiner. Ich zieh ihn einmal an den rechten Fuß an und einmal an den linken und hüpfe auf einem Bein. Du wirst staunen, wie gut ich hüpfen kann. Und dann suchen wir meinen Vater. Fingerspitzchen streckte den Fuß nach dem Schuh und sagte, »Komm nur, blauer Schuh, du sollst mich zu meinem Vater tragen. Einer ist besser als...« Was war das? Der Schuh wurde größer. Er wuchs und wuchs. »Das ist ja ein Schlitten«, rief Fingerspitzchen und sprang hinein. »Aufsteigen, langsamer Jakob. Nur keine Angst. Ich hatte ganz vergessen, dass dieser Schuh ein Zauberschuh ist. Aufgestiegen. Bestimmt führt er uns zu meinem Vater, dem Märchenkönig.« Der langsame Jakob schüttelte bedenklich den Kopf und sagte, »Tja, was soll man da machen, wenn ein Schuh ein Schlitten ist und ein...« »Aufsteigen soll man«, rief Fingerspitzchen. Da stieg der langsame Jakob in den seltsamen Schlitten und Mimutz, die weiße Katze, sprang auch hinein und sie sausten davon. Teil 4. Räubermitzi. Wir fahren, rief Fingerspitzchen und kuschelte sich in der warmen Schuhspitze zurecht. Wir fahren, sagte der langsame Jakob und zog die Pelzkappe tiefer in die Stirn, denn der Wind pfiff ihm scharf um die Ohren. Mimutz aber sagte gar nichts. Sie schmiegte sich eng an Fingerspitzchen und schnurrte. Und der Schuh? Der blaue Schlittenschuh, der sagte auch nichts. Er sauste dahin, dass der Schnee stäubte. Hasen und Rehe entsetzt beiseite sprangen und die Raben verwundert krächzten. Er sauste durch den Wald und wich geschickt den Bäumen aus, mal nach rechts, mal nach links, und selbst bei Nacht blieb er nicht stehen. Am Vormittag des zweiten Tages aber machte er plötzlich einen Luftsprung und kippte die drei Reisenden in den Schnee. »Was soll das?« brummelte der langsame Jakob und wischte sich die Augen. »Was soll das heißen?« wunderte sich Fingerspitzchen, krabbelte aus dem Schnee und zog auch Mimutz,
die weiße Katze heraus. Und dann sahen sie sich nach ihrem Schlitten um. Der Schlitten aber war wieder zum Schuh geworden, und darin hatte nicht einmal Mimuts Platz. Der langsame Jakob streckte und reckte sich, gähnte ausgiebig und sagte: Tja, die Fahrt ist zu Ende. Wo ist der König? Ich sehe ihn nicht, sagte Fingerspitzchen enttäuscht. Aber dort, zwischen den Tannen, ist das nicht eine Mauer? Und sie zog den Schuh an und hüpfte voran. Der langsame Jakob stapfte hinterher und Mimuts, die weiße Katze, sprang ihm auf den Rücken. Sie fand gar kein Vergnügen daran, durch den Schnee zu laufen. Und dann standen sie vor einer Mauer, die aus unbehauenen Steinen aufgeführt war. Sie fanden auch das Tor, aber es war verschlossen. »Soll ich?« fragte der langsame Jakob. »Ja, bitte, schnell!« bat Fingerspitzchen ungeduldig. Der langsame Jakob klopfte. Erst leise und zaghaft, dann laut und deutlich. Und als sich noch immer nichts rührte, trommelte er mit beiden Fäusten gegen das Tor. Jetzt hörte man hastige Schritte. Ein Schlüssel drehte sich im Schloss. Das Tor wurde aufgerissen und eine alte, bucklige Frau stolperte heraus. Ihre roten Augen blitzten und ihre lange, spitze Nase zitterte, als sie schrie: »Was fällt euch ein? Hä? Was soll das? Warum schlagt ihr so ans Tor? Seid ihr von Sinnen? Oder hat euch die wilde Kuh gebissen? Was?« Fingerspitzchen und der langsame Jakob starrten sprachlos vor Schreck und Enttäuschung in das böse Gesicht. »Nun, hört's bald! Was wollt ihr?« »Wir wollten dich nur bitten«, begann Fingerspitzchen. »Faules Bettelpack! Das dachte ich mir gleich«, krächzte die Alte. »Aber wir wollten doch gar nicht betteln. Wir suchen.« »Ach so, ihr sucht Arbeit. Das ist etwas anderes. Herein mit euch. Oder glaubt ihr, ich will mir euretwegen die Füße erfrieren?« Ehe der langsame Jakob und Fingerspitzchen recht wussten, wie es zuging, standen sie in einem schmutzigen Hof und bald darauf in einer großen, verrußten Küche. In einer Ecke brodelten und dampften Töpfe auf einem gemauerten Herd, und in der Mitte stand ein langer Tisch mit 24 Stühlen. »Was gafft ihr so faul herum?« schrie die Alte. »Hier wird gearbeitet und nicht gefaulenzt. Du, langer Kerl, gehst in den Hof, spaltest Holz, mistest den Stall aus, fütterst die Schweine und füllst das Wasserfass. Du, kleines, dünnes Ding, du fegst die Küche aus, spülst das Geschirr, schälst die Kartoffeln, schneidest sie in Scheiben und deckst den Tisch für 24 Leute. Inzwischen ruhe ich ein wenig. Seit 60 Jahren von früh bis spät auf den Beinen und immer im Trab. Da habe ich mir dieses bisschen Ruhe wohl verdient. Was?« »Ja, aber ich wollte doch«, stammelte Fingerspitzchen. »Bei mir gibt's kein Aber. Merkt ihr das ein für alle Mal?
Die Alte funkelte Fingerspitzchen mit ihren roten Augen an und fuhr fort. Dann kochst du Klöße in die Suppe, bäckst einen Speckkuchen und vergisst nicht, den Braten in der Röhre fleißig zu begießen. Alles klar? Das ist schon gut, sagte der langsame Jakob. Das mit der Arbeit und so. Aber wir möchten doch gerne wissen, für wen wir arbeiten und... Ja, das möchten wir, sagte auch Fingerspitzchen und hielt die Hand des langsamen Jakob fest. So, das möchtet ihr? Ihr könnt's erfahren, jetzt gleich. Mich nennt man die Räubermitzi. Und dies ist das Haus meines Sohnes, des Räuberhauptmanns Rax mit der blutigen Hand. Oh, schrie Fingerspitzchen und wurde weiß wie die Wand. Bestimmt wollt ihr auch wissen, welchen Lohn ihr bekommt. Die Alte grinste und zeigte ihre spitzen gelben Zähne. Nun, wenn ihr fleißig seid, verstecke ich euch gut. So gut, dass Rax euch nicht findet. Bin ich aber mit euch unzufrieden. Und das kann leicht geschehen. Wieder grinste sie. Wird Rax euch finden und euch um einen Kopf kürzer machen. Darin hat er Übung. Sonst hieße er ja nicht Rax mit der blutigen Hand. Aber jetzt Schluss mit dem Geschwätz. Macht euch an die Arbeit. Wenn es dunkel wird, kommen die Jungs nach Haus. Und damit ihr eure Zeit nicht unnütz vertrödelt, alle Fenster sind vergittert und das Tor ist zugesperrt. Und der Torschlüssel liegt unter meinem Kopfkissen. So. Damit ging die Alte in ihre Dachkammer und schlug die Tür hinter sich zu. Jetzt ist alles aus, langsamer Jakob, schluchzte Fingerspitzchen. Vater hat mir von diesem Rax erzählt. Er ist der grausamste Räuberhauptmann, den es je gegeben hat. Und die Räuber Mitzi und seine Gesellen sind auch nicht besser. Mein Großvater hat sie vor vielen Jahren aus dem Land gejagt, aber sie sind zurückgekommen. Und jetzt? Flauerschuh, Zauberschuh, wo ist mein Vater? Warum hast du uns hergeführt? Da sprang der blaue Schuh von Fingerspitzchens Fuß, dass sie beinahe gefallen wäre, sprang in großen Sätzen über den Fußboden wie ein Frosch und begann neben dem Tisch auf und nieder zu hüpfen. Mit Mühe fing Fingerspitzchen ihn ein. »Sei nicht böse, blauer Schuh«, sagte sie. »Sei nicht böse, dass wir dich nicht verstehen. Hier ist mein Vater nicht.« Der langsame Jakob aber kratzte sich hinter dem linken Ohr und sagte, »Tja, was soll man sagen, wenn nichts zu sagen ist? Dein Vater ist nicht hier. Und wenn wir jetzt nicht anfangen, sind wir morgen auch nicht mehr hier. Das ist alles.« »Du meinst, dass Rax uns wirklich den Kopf...« Der langsame Jakob nickte. »Darum müssen wir anfangen, Fingerspitzchen. Jetzt. Schnell.« Und sie fingen an. »Blauer Schuh«, rief Fingerspitzchen, »führ mich in die Speisekammer.« Der Schuh hüpfte zu einer Tür. Fingerspitzchen öffnete, trat ein und blieb staunend stehen. Da gab es Mehl und Zucker, Ries, Reis, Eier und Salz, Pfeffer, Fett und Wurst, Kraut, Schinken und Kartoffeln, eingemachte Gurken, Honig und Zibeben. Alles, was man sich nur vorstellen kann, war vorhanden.
Der blaue Schuh wuchs und wurde groß wie ein Korb, und Fingerspitzchen legte alles hinein, was sie brauchte. Der Schuh aber schleppte die Sachen zum Küchentisch, und Fingerspitzchen knetete den Teig, schnitt den Speck, rührte und hackte, salzte und pfefferte, kostete fleißig, sprang zwischen Ofen und Tisch hin und her und vergaß nicht, den Braten in der Röhre zu begießen. Mimutz, die weiße Katze, spülte das Geschirr. Freilich musste Fingerspitzchen Mimutz vorher die rotgewürfelte Schürze der Räubermütze umbinden, denn sie wollte sich das Fell nicht schmutzig machen. Und weil Fingerspitzchen nicht Zeit hatte, immer nach Mimutz zu sehen, und weil Mimutz das Wasser nicht sehr mochte, spülte sie die meisten Tassen und Teller nach Katzenart. Sie leckte sie einfach ab. Auf diese Weise wurde sie nicht nur müde, sondern auch satt. Und als sie mit dem Geschirr fertig war, kroch sie unter den Ofen, rollte sich zusammen und schlief. Fingerspitzchen aber hatte wirklich keine Zeit zu schlafen. Sie fegte die Küche aus, schälte die Kartoffeln und deckte den Tisch. Als es zu dämmern begann, schleppte der langsame Jakob den letzten Eimer Wasser ins Wasserfass. Das Holz war gespaltet, der Stall ausgemistet, die Schweine gefüttert und in der Küche duftete es nach Braten und Speckkuchen. Die Räubermützi konnte kommen. Und sie kam. Weil sie gut geschlafen hatte, war sie ein wenig besser gelaunt. Und als sie sah, dass alle ihre Wünsche erfüllt wurden waren, lachte sie sogar und krächzte. »Ei, mit euch hab ich einen guten Fang getan. Macht nur so weiter, dann soll euch Rax nicht so bald finden. 60 Jahre, von früh bis spät, immer im Trab, das reicht. Was? Das reicht für einen kleinen Urlaub.« Sie schnitt ein Stück vom Speckkuchen ab und biss gierig hinein. »Was steht ihr da noch herum? Was gafft ihr? Essen wollt ihr? Morgen! Morgen, wenn was übrig bleibt. Ihr habt euch bestimmt schon satt gefressen. Bettelpack!« Sie öffnete die Tür und lauschte. »Schnell, weg mit euch! Nimm auch deinen Rucksack, langer Kerl. Sie kommen. Auf den Stall und ins Heu. Versteckt euch. Und rührt euch nicht, bis ich euch rufe.« Die Alte eilte zum Tor. Der langsame Jakob und Fingerspitzchen aber rannten in den Stall, kletterten die Leiter hinauf und versteckten sich im Heu. »Oh, langsamer Jakob«, flüsterte Fingerspitzchen und zitterte am ganzen Leib, »wenn sie uns finden.« »Tja«, flüsterte der langsame Jakob zurück, »wenn sie uns finden, dann haben sie uns gefunden.« Mehr konnte er nicht sagen, denn in diesem Augenblick wurde dröhnend ans Tor geschlagen und gleich darauf erfüllte wildes Lärmen den Hof. Pferde wieherten und stampften, Türen wurden zugeworfen, raue Männerstimmen schrien und fluchten, die zwei oben auf dem Heuboden wagten kaum zu atmen. Nach einer Weile wurde es still. Die Räuber hatten die Pferde gedrängt und ihnen Hafer vorgeschüttet. Jetzt waren sie in der Küche. »Ich bin hungrig«, flüsterte der langsame Jakob. »Hast du nichts?« »Nur 3 gekochte Kartoffeln«, flüsterte Fingerspitzchen. »Mimutz hat die Kartoffeln so gerne, und ich dachte, die Alte gibt uns etwas zu essen. Was sie da alles haben in der Speisekammer. Hier, iss. Eine ist genug für Mimutz. Aber wo steckt sie? Mimutz, komm! Komm doch! Du sollst eine Kartoffel haben!«
keine Memuts kamen. »Du, ich denke«, begann der langsame Jakob. »Wir haben Memuts in der Küche vergessen«, jammerte Fingerspitzchen. »Und wenn die Räuber sie finden?« »Kratzen macht er nicht um einen Kopf kürzer. Davon hat die Räuber mit sie nichts gesagt«, tröstete der langsame Jakob. »Nur mit Menschen macht er das. Nur mit Menschen.« Eine Weile war es ganz still auf dem Heuboden. Dann flüsterte Fingerspitzchen. »Und ich kann es doch nicht aushalten. Ich muss sehen, was sie mit Memuts machen. Vielleicht kann ich ihr helfen. Ich will sie nicht so allein lassen. Allein mit 23 Räubern und einer Räuberin.« Fingerspitzchen schluchzte auf. »Gerade heute, wo sie mir geholfen und das Geschirr gespült hat.« »Ich komme mit«, sagte der langsame Jakob. »Das geht nicht. Du bist zu groß. Dich sieht man leicht. Ich kann mich gut ducken und verstecken, weil ich klein und dünn bin. Nur wenn es ganz schlimm wird, wenn ich dich rufe, dann sollst du kommen.« »Ja, Fingerspitzchen, dann komme ich.« Leise, leise wühlte sich Fingerspitzchen aus dem Heu. Im Stall war's friedlich. Eine Laterne brannte trüb. Und die Pferde malmten ihren Hafer. Sie hoben die Köpfe, als Fingerspitzchen mit zitternden Knien die Leiter hinunterkletterte. Fingerspitzchen streichelte die Pferde und redete leise mit ihnen. Und dabei dachte sie, »Das ist ja alles gar nicht wahr. Ich träume. Ich muss keine Angst haben. Alles ist ein Traum. Die Räuber mit sie und dieser Stall und die Pferde und die Räuber in der Küche. Alles. Und wenn es schlimm wird, wache ich einfach auf. So ist das.« Diese Gedanken beruhigten sie ein wenig und sie schlich in den Hof hinaus. Hier war es ganz dunkel und kein Räuber mehr zu sehen. Sie bog um die Ecke und tastete sich weiter, immer die Wand entlang. Aus einem Fenster fiel schwacher Lichtschein, dort war die Küche. Die Räuber schrien wild durcheinander. Vielleicht zankten sie, vielleicht war das aber auch ihre Art, miteinander zu reden. Teller klapperten. Fingerspitzchen horchte. In dem Stimmenwirrwarr erkannte sie die krächzende Stimme der Räuber mit sie. Und dann war da noch eine andere Stimme, eine scharfe Stimme. Wie ein Schwert schnitt sie den anderen das Wort ab oder brachte sie ganz zum Verstummen. Fingerspitzchen schlich näher heran. Unter dem Fenster war Brennholz aufgeschichtet. Vorsichtig kletterte Fingerspitzchen hinauf und legte sich lang hin. Ihr Herz klopfte so stark und laut, dass sie fürchtete, die Räuber könnten es hören. Langsam, ganz langsam, hob sie den Kopf. Jetzt übersah sie die ganze Küche. Es war nicht sehr hell, denn es brannten nur zwei Kerzen auf dem Tisch. Die waren in leere Flaschen gesteckt und flackerten unruhig. Um den Tisch saßen 23 Männer. Sie aßen gierig und stritten um die besten Bissen. Und es wäre sicher zu Prügeleien gekommen, wenn der Mann, der am oberen Ende des Tisches saß, sie nicht mit scharfer Stimme zurechtgewiesen hätte. Das also war Rax mit der blutigen Hand, der Räuberhauptmann. Er hatte ein eckiges, mageres Gesicht. Seine Augen glühten wie Kohlen unter den roten, struppigen Augenbrauen. Seine Nase war gebogen, wie der Schnabel eines Raubvogels, und wenn er sprach,
sah man seine spitzen, gelben Zähne, die denen der Räuber mit sie glichen. Nein, schön war er nicht, und das dichte, rote Haar, das struppig um seinen Kopf stand, machte ihn auch nicht schöner. Eben füllte Rax das Glas seiner Mutter und sagte mit boshaftem Grinsen: »Na, Alte, der Knochen, den ich dir gestern an den Schädel geworfen habe, hat Wunder gewirkt, was? Gestern setztest du uns einen Hundefraß vor und heute ein Festmahl? Sogar Speckkuchen kannst du backen, wenn du willst. Oder...« Er sah die Alte drohend an. »Oder hast du dir eine Köchin angeschafft? Wie?« »Eine Köchin? Nein, nein. Wo denkst du hin? In diese Einöde verirrt sich keine Menschenseele. Wo sollte ich da eine Köchin hernehmen?« »Titz, Will, Schnapp, durchsuch das Haus«, sagte der Räuberhauptmann scharf. Widerwillig erhoben sich drei Räuber. Sie hatten keine Lust, das Haus zu durchsuchen, jetzt, wo der Speckkuchen aufgeschnitten wurde. Fingerspitzchen legte sich hin, presste sich an das Holz und hielt den Atem an. Türen wurden aufgerissen und zugeschlagen. Schritte hasteten über den Hof. Die Schweine quiekten. Jetzt lief einer dicht an Fingerspitzchen vorbei. Und jetzt schrie einer in der Küche: »Hier ist die Köchin! Wir haben sie! Wir haben sie!« Und dann dröhnte die Küche vom Gelächter der Räuber. »Mich können sie nicht meinen«, dachte Fingerspitzchen. »Mich haben sie doch noch nicht.« Und sie hob wieder den Kopf und guckte. Einer der Räuber hielt Mimuz, die weiße Katze, am Nackenfell in die Höhe. Mimuz, die noch immer die rot gewürfelte Schürze der Räuber mit sie umgebunden hatte und wild mit den Beinen zappelte. »Die Köchin«, brüllten die Räuber lachend. »Hoch lebe die neue Köchin!« »Also das war es«, sagte der Räuberhauptmann. »Ich wusste, dass du mir etwas verheimlichst. Was ist das für eine Katze?« Die Räuber mit sie verbarg ihre Überraschung gut und sagte gleichgültig: »Was soll das schon für eine Katze sein? Eine Katze, die sich verlaufen hat, natürlich. Ich fand sie heute Morgen erstarrt vor Kälte, wickelte sie in die Schürze und legte sie unter den Ofen. Wir haben zu viele Ratten im Haus. Diese Katze kommt uns gerade recht.« »Wir haben wirklich viele Ratten im Haus. Und das Essen war gut. Lass sie laufen, Titz!« Fingerspitzchen atmete auf und Mimuz kroch wieder unter den warmen Herd. Schnapp und Will waren mit dem Hausdurchsuchen auch recht schnell fertig geworden. Daran war der Speckkuchen schuld. Wie kann man die Zeit mit Suchen vertrödeln, während mittlerweile die anderen... »Alles in Ordnung«, meldete Schnapp. »Nichts Verdächtiges bemerkt«, sagte Will. »Kein fremder Fuß im Haus«, schrie Titz. »Die neue Köchin ausgenommen. Ha, 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 ha. Ho, 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 ho«, lachten die Räuber. Nur einer lachte nicht und starrte finster vor sich hin. Der Räuberhauptmann Rax mit der blutigen Hand.